Hallo, da bin ich. Trotz Krankheit möchte ich das heute abdrehen. Die liebe Yvonne, mit der ich hier bei YouTube schon öfter geschrieben habe, hat mir auch zu dem Wichtel-Fail noch etwas fertig gemacht. Vielen lieben Dank, Yvonne. Hab mich echt gefreut, auch dass du mich da angeschrieben hattest, als das aktuell wurde. Und ja, heute kam es an. Entschuldigung. Und dann möchte ich das jetzt mit euch öffnen. Adressen habe ich abgeklebt. Ja, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Mal gucken, wo das hier überall zugeklebt ist. Also ich würde mich jetzt öfter mal so ein bisschen räuspern, weil mein Hals macht mir Probleme. Gegen die Schmerzen habe ich eine Tablette genommen, aber davon gehen ja die Halsschmerzen leider nicht weg. Der ist total rau. So, mal gucken, ob das jetzt ausreicht, um das Paket zu öffnen. Wie geht das überhaupt zu öffnen? Hier ist auch noch verklebt. Ich und Pakete öffnen, das ist ja auch immer ein Abenteuer für sich. Hier oben noch irgendwo zu, da ist noch alles zu. Dann gehen wir da auch noch lang. Da ist schon gleich eine Nachricht, die hole ich mal eben schnell raus. So schön auf diese Kratzfolie geschrieben. Natürlich habe ich Freude, Yvonne. Aber das sieht auch toll aus auf dieser Kratzfolie. So, dann machen wir mal zusammen auf. Oh, das hast du aber schön verpackt. Ach, das ist ja toll gemacht. Und dieses ganze Glitterzeug. Oh, super. Oh, da freue ich mich jetzt schon. Ah, du hättest doch nicht. Oh, schön. Du hättest doch nicht so viel einpacken brauchen. Packen wir eben schnell alles aus. Voll die Kreise. Oh, ich liebe ja Blumen, ne? Ich liebe Blumen. Aber solche hatte ich jetzt erst beim Kick gekauft. Ich glaube, das sind sogar die gleichen, ne? Da muss ich auch unbedingt noch mal hin und die holen. Also Blumen kann man nicht genug haben. Und diese weißen hier, die kriegt man ganz günstig bei Ali. Und dann kann man sich die auch selber einfärben und ein bisschen nass machen und so ein bisschen auf shabby machen und so. Toll, danke, da freue ich mich. Wir packen erstmal aus, bevor wir hier alles begutachten. Ach, gorgeous. Das weißt du, dass ich das mag, ne? Das habe ich oft gesagt. Oh, das Glitterzeug hier, das finde ich toll. Das ist eine tolle Idee. Klasse. Dann gucken wir uns das doch gleich als erstes an. Ich liebe es. Ja, gorgeous. Und dass du das aus der Hand gibst. Ich mag es noch nicht mal gerne verbasteln. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen verbastelt. Aber irgendwo tut es mir dann doch im Herzen weh. Und das ist so schönes Papier. Heute müsste auch noch Hermes kommen. Da hatte ich noch mal was bestellt. Da ärgere ich mich ja auch. Hab mir eins bestellt. 6x6 ist das, glaube ich. Für knapp 12 Euro bei Amazon. Und dann habe ich das jetzt bei Dieter gesehen für, lasst mich lügen, 3,50 € oder so. Oder 2,50 €, ich weiß es nicht mehr.
Und jetzt bin ich echt am Überlegen, aber Dieter hat ja noch Urlaub. Das ist so schön, das Papier, ehrlich. Yvonne, ich verstehe dich nicht, dass du das aus der Hand geben kannst. Danke, vielen lieben Dank. Aber da bin ich halt am Überlegen, ob ich das nicht doch zurückschicke an Amazon und mir das dann bei Dieter bestelle. Oh wow, hier auch Papier. Das hattest du noch nicht mal offen. Das müssen wir uns jetzt angucken. Also vorne die erste Seite ist ja schon echt toll, ne? Dieses Pastell ist einfach der Hammer. Ich liebe Pastell. Oh ja, das ist auch schön. Rosa ist my favorite. Obwohl hellblau finde ich auch total toll. Ich bin ja kein Fan von Blau, aber hellblau finde ich toll. Das ist auch total toll. Und grün. Dieses Grün finde ich toll. So ein richtig schönes, frisches Grün, aber nicht so ein. Es gibt so hässliche Dunkelgrüns. Wisst ihr, was ich meine? Schönes Papier. Halt. Schmetties in Pastell. Das kenne ich, das habe ich auch. Und gelb. Ich finde, man kriegt zu selten gelbes Papier. Ich würde so gerne öfter in Gelb basteln, aber gelbes Papier finden und auch hier dieses Gelb und Grün. Guck doch mal, wie schön das zusammenpasst, auch mit dem Blau. Herrlich. Total schön. Das ist auch schön, schön kräftig. Manche Farben dürfen auch kräftig sein. Auch schön. Punkte gehen immer. Obwohl, dieses Blau finde ich ganz schön. Es gibt Blau und Blau. Ja, das ist wieder so ein Grün, was mir nicht so hundertprozentig zusagt. Rosa mit Kronen. Und diese Burlington-Rauten. Trägt man heute noch Burlington? Ich habe es früher getragen, mit Anfang 20. Lang, lang ist's her. Oh ja, schön. Ganz tolles Papier. Vielen lieben Dank, Yvonne. Dann natürlich was für meine schlanke Linie. Und Lind, bist du verrückt? Frozen Joghurt, Karamell und Cookies. Yvonne. Summer Edition. So, die Blumen haben wir ja schon angeguckt. Dann gehen wir jetzt mal hierbei. Hast du das selbst gemacht oder hast du das gekauft mit dem Cabochon? Auch hier, ne, finde ich ja, da fällt noch Glitter runter. Flitter, nicht Glitter. Gorgeous Mädchen. Finde ich ja total toll. Oh, das ist ja auch toll. Wo hast du das denn her? Guckt mal. Oder verrat mir mal bitte, wo du das her hast. Das ist ja schön. Ah, die Pompoms. Ja, siehst du, ich weiß immer nicht, mit diesen Pompoms was anzufangen. Ich war ja jetzt in Bad Fallingbostel beim Action letztes Jahr mit meiner Mutter und meiner Schwester im Dezember. Und da gab es ja diese Sets. Und ich wusste oder weiß da einfach nichts mit anzufangen. Aber das ist natürlich eine Idee. Süß mit meinem Namen drauf. Das sieht auch schön aus. Die Porte ist auch echt schön. Ach, und die liebe ich auch. Die habe ich auch ganz viele gekauft. Also ich habe sie beim Teddy gekauft. Ich weiß nicht, ob es sie noch woanders gibt, aber die sehen ein bisschen anders aus als die, die ich vom Teddy habe. Ich lege es mal lieber hin. Ach, du bist doch verrückt, wenn ich das so sehe. Ganz ehrlich. Sei mir nicht böse, aber ne? Ich hoffe, du weißt, wie ich es meine.
Oh, Hammer. Das finde ich ist eine Arbeit zu kleben. Ich habe letztens auch ganz viele 3D-Dinger geklebt. Dankeschön. Und du hattest von mir mal diese Karte bekommen. Ich bin der Meinung, das warst du, Yvonne, wo ich dieses Standset habe mit dem Gorgeous Mädchen mit den Rosen im Haar. Und da sind mir doch die Haare nicht so toll geworden, weil das war mein allererstes Ding mit diesem Standsteil. Und wie ich ja in dem einen Video schon sagte, man entwickelt sich weiter. Und ja, die Nicole, mit der ich tausche, die hatte mir dann den Tipp gegeben, einfach schwarzes Papier auszustanzen. Und da werde ich dir noch mal was fertig machen. Du kriegst noch mal eine anständige Karte von mir. Ah, oh, die Holzteile gehen auch immer. Oh, entschuldigt. Aber das Sprechen strengt mich echt an. Oh, Schmetties. Und die kann man ja auch so schön kolorieren, ne? Klasse. Ich packe das erstmal wieder rein. Jetzt gerade habe ich so eine Schwitzattacke. Entweder schwitzen oder frieren, aber angenehme Temperatur gibt es nicht. Vintage, shabby chic. Geht immer. Hier, Steampunk ist auch genial. Habe ich noch nicht so viel mitgemacht. Ich habe mir Stempel gekauft, Steampunk. Und da muss ich mich auch auf jeden Fall mal weiterentwickeln. Weil da gibt es auch echt schöne Sachen, die man machen kann. Bänder, schwarz-weiß, super. Geht auch immer, ne? Immer, schwarz-weiß geht immer. Ich packe es auch erstmal wieder rein. Ach, gorgeous. Du bist verrückt. Wie kannst du sowas aus der Hand geben? Aber ich freue mich. Ich freue mich tierisch. Ach, diese Farben, es ist einfach Hammer. Echt. Das hier ist, bin ich der Meinung, auch gorgeous Papier. Hier die Streifen und alles. Und es ist so teuer. Oh, jetzt fängt meine Nase an zu laufen. Oh, guckt es euch an. Ach, das ist von dieser Umverpackung, ne? Ich habe mich gerade gefragt, warum sich das so anders anfühlt. Aber wenn man auf die Rückseite guckt, das ist die Umverpackung. Da sind auch immer schöne Bildchen drauf. Ja, das könnte man hier zum Beispiel in 3D noch mit draufkleben. Ja, machen meine Hunde Blödsinn. Die ist süß. Oh, die, doch, auch mit dem Pony, stimmt. Ja, doch, die kenne ich. Ach, das ist noch. Ah, hier, es ist perforiert. Das kann man noch rausholen. Das ist auch wieder von der Umverpackung. Einfach süß. Ist auch wieder ein perforiertes. Oh, ich danke dir. Danke, danke. Oh, ich hoffe, dass mein Handy dieses Mal nicht rumspinnt, wenn ich das bearbeitet habe und dann runterladen will. Ich habe jetzt lauter Bilder und Videos. Ich habe da derbe aufgeräumt und jetzt endlich lädt es mein Video, was ich am 1.1. gefilmt habe. Aber wie hast du das denn da reinbekommen? Ne, ich lege es dahin, ich mag es nicht kaputt machen. Und das geht dann erst heute online, weil ich da halt nicht verstanden habe, warum lädt es das nicht runter, warum kriege ich das nicht auf dem Handy gespeichert. Und ja, jetzt ist aufgeräumt auf dem Handy, dann konnte ich es endlich runterladen, nachdem ich es bearbeitet hatte am 1.1. Ich dachte, heute versuch sein Glück nochmal. Ich habe es gestern gemacht, vorgestern. Naja, und jetzt hat es funktioniert und jetzt lade ich es gerade bei YouTube runter. Aber es dauert noch, es sind gerade mal, nee, kann ich nicht sehen,
Es dauert noch. Danach mache ich dieses Video fertig. Ach, das sind die Boxen. Ah, oh, super. Oh, ich danke dir, Yvonne. Vielen lieben Dank. Du hast mir da eine riesen Freude mitgemacht. Ach, ich kann das immer nicht verbasteln, dieses tolle Papier. Das ist bei mir so ein Streichelpapier. Also ich habe mich, wie gesagt, jetzt schon überwunden und habe hier schon Sachen gemacht. Und da muss ich auch mehr machen. Ah, hast du die Stanze von Das sieht nach Tim Holz aus? Das sieht nach der Tim Holz Stanze aus. Ja, danke schön, Yvonne. Vielen lieben Dank, dass du auch zu diesen lieben Menschen gehörst, die mir da was zugeschickt haben. Und ja, mehr braucht auch gar nicht kommen, weil da habe ich schon viel mehr bekommen, als ich eigentlich bei dem eigentlichen Wichteln bekommen habe. Schon alleine hier, dieses hier mit dem Gorgeous und dann die letzten drei Päckchen, was da alles drin war. Hammer. Auch an euch drei nochmal Dankeschön. Ich freue mich, ich bin sprachlos. Danke, danke, danke.